Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 German HD 100%. Wir haben im letzten Part eine neue Welt begonnen mit dem Namen Frost, genau. Und wir machen jetzt weiter mit Kapitel 4, gehe zum Eislichtgebirge. Nehmt ihr euch die Sendung dann schon, als ihr da eingeschaltet habt. So, gehe zum Eislicht, heißt also die Mission. Ja, die ist eigentlich auch sehr einfach. Aber ich glaube, damals war es bestimmt sehr schwer, das herauszufinden. Ne? Obwohl, man könnte ja hier eigentlich... Ja, dankeschön. Finde ich sehr nett von dir. So, in diesem Wasser darf man nicht rein, da es ja eiskalt ist. Jo. Okay, damit ist die Mission schon beendet. Das war die Mission hier zum Eissee. So einfach geht das. So, neuer Rekord in unter 50 Minuten. Sekunden. Genau, unter 50 Minuten den Stern. Oh Gott, das wäre schlimm. Ja, das war die Mission hier zum Eissee. So, weiter hier. Nicht stehen bleiben, weitermachen. So, die nächste Mission lautet Kapitel 5. Finde die 8 roten Münzen. Yay, rote Münzen suchen ist doch immer wieder schön. Hallo, rote Münzcounter, wie geht's dir denn so? Ja, hast immer einen schönen Tag, ne? Ja, glaube ich, ja. Nun gut, die sind eigentlich sehr einfach, können aber auch sehr schwer sein, da es da zwei unter dem Eis gibt und dafür brauchen wir einen grünen Panzer, den wir in einer gelben Kiste finden und nicht in dieser hier. Und ja, das ist eigentlich so das Schwerste hier an dieser Mission, die mit dem, ja, mit den Münzen da unter Eis. Das andere ist sonst recht easy. Deshalb würde ich vorschlagen, holen wir uns auch erstmal diese Münzen, da die immer die schwersten sind. Also, rechts ist nämlich der grüne Panzer drin. So, komm rauf hier. So, hier ist nochmal eine Münzennummer. 3. Hallo, Gas. Hast du schon mal was von Gas gehört? Dankeschön. Gibt ja einfach mal kein Gas. So, 4. 5. Ich werde hier oben mit den 3 Münzen eigentlich übertrieben, wenn nur 2 gereicht, aber muss das Spiel selber wissen, was die machen. So, hier und hier. Das waren 8 gute Münzen. Muss ich noch aufpassen. Genau. Naja gut, wenigstens sind wir hier in diesem gekälteten Wasser drin. Von daher ist das nicht so schlimm. Komm hier rauf. Dankeschön. So. Ja, das so schnell können 8 rote Münzen gehen. Gehen, genau, gehen. Man wird bestimmt ja gehen. So. Ja, das war mal schnell, würde ich sagen. Nicht schlecht. So. Weiter hier. Yeah. So, nächstes Kapitel mit dem Namen Kapitel Nummer 6. Schauen Iglo nach. Ja. Jetzt geht es zur Iglo-Fabrik. Yay. Yeah. Nein, natürlich nicht. Aber ich war schon mal in so einer Iglo-Fabrik gewesen, also. Also nicht indirekt, sondern es gibt so Touren, so Touristentouren, glaube ich. Oh. Und dann geht es halt so in die Fabrik rein und so. Ist eigentlich sehr lustig und so. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, da war ich recht klein auch und ja. Und dann hat man auch so einen Bus gehabt, so einen Busfahrer, und der hat dann immer so lustig gefahren, immer über Klippen ist er gefahren, also Klippen nicht hier. Er wollte uns antäuschen, dass es, ja, dass er da in den Graben reinfällt. Aber das war halt alles nur so Show, das war eigentlich sehr lustig. Von daher, was hatte ich gerade für komischen Form erlebt? Der war jetzt irgendwie gerade komisch. So, hoch. Müssen wir jetzt verarschen. So. Na geht schon. Na geht doch. Mein Güte, ey. So, und rein da. Eigentlich hätte ich mich kriechen müssen, krabbeln müssen, aber egal. So, für diese Mission braucht man die blaue Kappe, aber die haben wir ja. So, die Mission gibt es auch schon mal nicht. Wir müssen nämlich hier hinten rum. Dann hier rauf. Blaue Kappe schnappen. Dann ist schon für die blaue Kappe. So, wir können jetzt überall durch, aber nur durch das unsichtbare Eis. Also nur durch das unsichtbare Eis und dann Stern hier ansammeln. Das war alles. Ja. Was ich mich frage, ob der Stern im kompletten Eis umhüllt ist. Ich würde nämlich mal gerne wissen, was passiert, wenn da die Kraft ausgeht, die blaue Kraft. Aber ich glaube, das ist nicht komplettes Eis. Naja. Egal. So, in Super Mario 64 DS wäre jetzt hier noch das Luigi-Bild oder Mario-Bild. Ne, ich glaube, hier war Luigi oder Mario. Egal. Gut. Nächste Kapitel. So, das hier lebe ich mir auf. Pilz Fiasco. Ist nicht gerade so eine schöne Welt. Wir machen lieber weiter mit der Groß-Klein-Welt. Die ist sehr schön und angenehm.
Dann fangen wir mal gleich an damit. Na, komm rein hier mit dem Mann. Geht doch. Kurs 13, Gulliver Gumba, Kapitel 1. Pflücke die Schnapp-Piranha. So, ich bin immer gerne groß drin, da es einfach viel leichter ist. Von daher, ja. Ist halt, wie gesagt, viel leichter, als wenn man hier klein durchgeht. Oh, bin schon doch, ich dachte, ich könnte trampeln. Naja, egal. Also schon sehr toll gemacht, diese Welt vor allem. Und diese Idee, schon sehr gut gemacht, muss man sagen. So, jetzt müssen wir hier die Piranha-Pflanzen ausknocken. So, einmal weg. Habe ich gesehen. Und nochmal weg. Wo sind die nächsten? Das war ja. Ich hab dich doch. Ja, irgendwie habe ich dich jetzt berührt. Nicht schlecht. So, und dann war hier hinten noch. Ne? Geht doch. Das waren, glaube ich, alle. Ne? Nö. Geht noch einer. Ach, hier hinten ist noch einer. Oh, jetzt muss ich wegen der einen hier warten. Oder was muss das denn? Komm raus. Na, geht doch. Und tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Na geht doch. Das war doch einfach. So, dann mal zu Sternen gehen. Und das war schon mal Kapitel 1 in Gulliver Gumba, der neuen Welt. Besser gesagt, des neuen Kurs. Pflücke die Schnapp-Piranha. Speichern und weiter. So, weiter geht's. Mit Kapitel 2 begib dich zur Spitze der Insel. Jo. Dafür müsste man eigentlich klein sein, aber ich gehe lieber größer ins Level rein. Dafür benutzt man hier einen ganz kleinen Trick, einfach auf die gelbe Kiste und schon ist man weit oben. Ja, eigentlich hätte man, glaube ich, diese gelbe Kiste nicht reinmachen dürfen ins Level, aber man hat es getan. Von daher erspart man sich sehr viel Weg. Aber das Schlimmste kommt immer noch jetzt. Jetzt müssen wir nämlich noch den Berg hoch, da Mario hier so klein ist in der Welt. Ist das nicht einfach. Vor allem wenn... Ach, die hießen nur Schackyard, oder nicht? Ich meine, die hießen Schackyard. Genau, Schackyard. Ich sag doch, die hießen Schackyard. Ihr werdet es vielleicht bestimmt in die Kommentare geschrieben haben. Vielleicht aber nur. Aber ich meine, die hießen Schackyard. Man hat ja auch nie irgendwie so einen Namensüberblick von Super Mario 64, wie die ganzen Gegner so heißen. Das hat man ja nur in Super Mario World gehabt. Ist irgendwie schade, aber ist so. Naja. So, und hier ist unser Stern. Ganz einfach. Würde ich sagen. Und einsammeln. Here we go. Genau, Mario, du sagst es. So, begib dich zur Spitze der Insel. Geschafft. So, speichern. Weiter, weiter geht's. Miet Kapitel 3. Trete noch einmal gegen Koopa an. Jetzt habe ich ein bisschen falsche Größe, egal. Aber es ist ja eh besser, je größer man halt diese gelbe Kiste nehmen kann hier, um ein bisschen den Weg zu sich ersparen. Den Weg ersparen sich. Ja. So, da war gerade eine 1. Das ist später noch ein Rätsel, aber das müssen wir jetzt noch nicht machen. Gut, der Koopa ist ja eigentlich auch ein bisschen schwer, aber naja, geht eigentlich. So, das erste, was wir machen, müssen uns sehr gut hinstellen, damit wir schon mal einen guten Platz haben zum Starten. So, geht doch. Long, long geht's her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegst an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf, aber das ist meine Hausschrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das See liegt hinter der Böenbrücke. Los, fertig, los. Ich dachte erst, da stand los und rechts stand Start, aber naja, gut, da habe ich mir ein bisschen vertan. So, hier müssen wir uns sogar ein bisschen beeilen, denn er ist gar nicht mal so schlecht. So, komm, bitte Beeilung, Beeilung. Aber man muss ja auf die Kugeln aufpassen. Und die sind schon nicht ohne. Los. So, jetzt kann man sie eigentlich Zeit lassen. Und diese Böenbrücke, die ist sehr böse. Da kann man schnell runterfliegen. Aber ich habe jetzt eigentlich mal Glück. Jo. Das war's. Das war einfach. Wenn der mich jetzt runtergestoßen hätte, bin ich schön. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Dabei habe ich mir extra die neuen Macher 1 Schuhe gekauft. Naja, ich denke, auch dieser Stern gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. So, komm, einsammeln. Hey Gumba, wie geht's dir, Gumba? Willst du uns vertreten? Nö. Gut. Braver Gumba. Stell dir mal vor, Gumba gäbe es in Wirklichkeit. Oh Gott, das wäre irgendwie lustig. So klein Gumba als Haustier haben. Egal. So. Nächstes Kapitel. Kapitel 4 war eigentlich immer rote Münzen, aber der tauscht heutzutage auch nicht mehr hin. Nee, hier sind nämlich löse die 5 Itty-Bitty-Rätsel.
Jo. Das kann einfach sein, muss es aber auch nicht. So, man muss hier nämlich 5 Löcher suchen. Und ja, das ist dann auch schon alles. Das ist das ganze Rätsel. Aber halt die ganzen zu suchen ist nicht einfach, da man halt groß sein muss. Und hier hatten wir halt schon eins gesehen. Hier die 1. Das ist nämlich schon mal 1 der 5 Gebiete-Rätsel. So, und diese kleinen Gummis können sehr nerven. So, jetzt versuche ich mal mit dem Freisprung hier hoch. Nee, geht leider nicht. Schade. Oder muss ich jetzt hier diesen dünnen Weg gehen? Ja. Perfekt. Perfekt, Mario. So. Hier ist noch ein Loch. Eigentlich könnte ich jetzt hier noch reinstampfen, aber das müssen wir jetzt später machen. So, weiter geht's. Das war Nummer 3. Wo 4 und 5 sind, ist ganz klar. Ja, Nummer 3. Dann haben wir hier Nummer 4. Wow, warum war ich jetzt auf einmal so schnell? Egal. Und hier ist Nummer 5. Das war Itty-Bitty. Einfach, oder? Jo. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal die Bombe fragen, falls wir die noch später brauchen werden, die Kanone. Na komm. Ich mache die Kanone auf. So, die hat jetzt aufgemacht, aber das sieht man jetzt nicht, weil der so groß ist. Und die Kanone halt jetzt hier so klein. Oh, schade. Na egal. Na komm, bewegen, Mario. Bewegen. So. Warum können eigentlich diese schwarzen Kugeln Feuer sprühen? Das hat eigentlich gar keinen Sinn. Naja, egal. Ich würde sogar mal gerne wissen, ob man den Stern auch kriegen kann, wenn man klein ist. Denn die Brücke gibt es, glaube ich, auch. Zu dieser Insel. Aber na gut. Und warum da eine Münze ist, Leute? Da ist nämlich ein Teleporter. Der teleportiert uns irgendwo hin, aber wo genau, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwo, weiß ich jetzt aber nicht wo. So, komm, weiter geht's. Nächstes Kapitel. Mario, komm noch hin. 91 Sterne, meine Güte, wir sind gut. So, Kapitel 5, findet die 8 roten Münzen. Yay. Unser Counter ist wieder da. Hallo Counter, wie geht's Counter? Ja, mir geht's gut, ne? Machst auch alles richtig, Counter? Ja, jo, mach schon alles gut. Das hört man doch gerne. Seht ihr, Leute, Counter sind heutzutage immer die Glücklichen. Das war ein bisschen doof von mir. Jetzt muss ich alles klein machen. Das ist doof. Das ist jetzt aber richtig doof. Also, vielleicht lasse ich mich auch gleich sterben. Das kann ich eigentlich nicht. Wow, das war knapp, würde ich sagen. Das war noch knapper. Ja, gut, so geht's auch. So. Also, 8 rote Münzen sind hier sehr leicht. Ich kann nämlich ganz einfach finden. Und dafür brauchen wir die Kanone. Mit Weitsprung kommt man hier nämlich nicht rüber. Schade, aber so ist es leider. Und da ist ein lustiger Fisch, der kann uns mit einem Hub aufessen und dann sind wir tot. Genauso wie in Super Mario World, wo es auch so einen Fisch gab, glaube ich. Oder gab es so einen? Auf jeden Fall gab es einen in Super Mario Bros. Wie Super Mario World? Egal. Also, wir müssen da zum Baum. Das war leider ein bisschen schlecht. Das heißt nochmal von vorne. Und bei den großen Gummis können wir für 5 blaue Münzen erzielen, aber dafür müssen wir einfach nur eine Stampattacke auf den drauf machen. Was leider nicht so einfach ist, da sie so groß sind. Und ja. Aber so gibt es dann halt mehr Münzen. So, also nochmal das Ganze. Oh, ich habe einfach mal den Schalker getötet. Auch nicht schlecht. So, also. Weiter geht's. Jetzt müssen wir über diesen ganz schmalen Pfad. Hölzernen Pfad. Das war sehr schlau, muss ich sagen, Mario. Entweder, das hättest du dir doch mal überlegen müssen. Entweder fällst du runter oder du bleibst noch und machst epileptische Anfälle. Naja, wenn es, glaube ich, welche waren. Auf jeden Fall war es nicht schön, oder? Leute, war es schön, wie die ganze Zeit die Kamera hoch und runter ging. Sie ging hoch und runter und dann ganz schnell hoch und runter. Naja, gut. Und so, nochmal, nächster Versuch. Das war kein Baum, aber wenigstens sind wir oben drauf. So. Mal das Ganze. Wieso hat der Gummer komischen Schatten eigentlich?
Schatten sind ja hier eh alle nicht richtig, von daher. Aber was will man von damals noch erwarten? Nicht viel. Ach, damals war man schon glücklich, wenn man so ein schönes Spiel bekam. Also, hier sind jetzt die 8 roten Münzen drin. Alle. Auf einem Fleck. Einfach, ne? Denkt man, ist es aber nicht. Und 2, 3, 4, 5, 6. So, das ist hier ein bisschen tricky. Hier muss man nämlich ein bisschen 3-Sprung arbeiten. So, das ist gut. Oder 2-Sprung reicht auch aus. Da oben ist ein Wickler, der wird aber erst später von Rolle sein. So, dann mal hier einen Weitsprung hin. Dann hier Ansprung und die rote Münze da oben einsammeln. Einfach, oder? Leute, die aussammeln. Und den Stern einsammeln. Ja, Leute, das war's wieder mit diesem Part von Let's Play. Mal Fantastic German HD. Und dann sehen wir uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann sage ich, ciao, der Yoshi. Hallo.